Immer mehr Firmen brechen zusammen in Deutschland. Und damit sind natürlich auch zunehmend die Arbeitsplätze gefährdet von Arbeitnehmern, die zuverlässig ihre Miete bezahlen können. Die Baubranche in Deutschland lässt ja aktuell schon gewaltig federn. Als Immobilienexperte ist es immer extrem wichtig, das ganze Bild im Fokus zu halten. Nicht nur das schnelle Fix- und Flip-Geld oder der steuerfreie Verkauf. Immobilien sind ein langfristiges Investment, welches ein solides Umfeld braucht, ein planbares Umfeld. Und dieses geht gerade politisch gesteuert ziemlich den Bach runter. Mein Kanal arbeitet mit Fakten und Tatsachen und soliden Wirtschaftsstrategien und nicht mit irgendwelchen Stammtischparolen oder Behauptungen, denn genau das oder die sind die Gefahr, dass Menschen langfristig keinen Erfolg haben und werden eher von Menschen verbreitet, die dir irgendein Coaching verkaufen wollen, aber nicht die möchten, dass du als Investor erfolgreich bist und die das natürlich auch in ihren Videos belegen und vorleben. Wenn du meinen Kanal schon länger verfolgst, dann wirst du feststellen, wie akkurat wir im Prinzip aufgrund von Tatsachen und Fakten die Zukunft vorhergesagt haben und sie planbar machen. Daraus entsteht im Prinzip am Ende der ökonomische Erfolg. Deswegen sage ich ja auch immer, ich bin Analyst, Investor und Macher. Das heißt, erst denken, dann handeln, das genau bringt den Erfolg. Legen wir also los und sprechen wir über ein Papier, was letztens die IHK veröffentlicht hat und zu dem uns Informationen vorliegen, auch wenn sie kein Gehör bei der Regierung finden. Dieses Video solltest du auf jeden Fall bis zum Ende anschauen, wenn du wissen willst, was 2024 in Deutschland mit unseren Unternehmen genau passiert. Gerade mein persönliches Herz als Privatdozent für Gründungswesen, für Entrepreneurship an einer technischen Universität in Deutschland weint, wenn ich aktuell diese Entwicklung sehe. Ich habe helfen dürfen, Tausende von Arbeitsplätzen in Deutschland zu schaffen, Wohlstand zu schaffen. Und nun wird gefühlt alles von diesen Dilettanten zerstört. Wie können wir das bitte nur zulassen? Bitte vergiss auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren, denn es wird dir neue Perspektiven eröffnen, Trends zu erkennen und an diesen zu partizipieren. Und ich werde das immer wieder mit praktischen Beispielen hinterlegen, wie hier habe ich investiert, das kam raus. Das habe ich gemacht, das kam raus. Und zwar völlig offen, detailorientiert und ohne, dass du hier irgendwie extra Geld auspacken musst. Nur dann, wenn ich einen Trend erkannt habe und schreie, ich habe hier was, dann lade ich in der Regel zu meinen Investor-Community-Tours an und das für einen ganz schmalen Taler, um dich mitzunehmen und an diesen Trends partizipieren zu lassen. Denn es gibt für mich persönlich halt als Lehrer auch nichts Schlimmeres, etwas zu wissen, eine Neuigkeit zu haben, eine Chance zu sehen und sie nicht weitergeben zu dürfen. Also, dieses Video auf jeden Fall bis zum Ende anschauen, dann bist du top informiert, was 2024 im Unternehmertum so los sein wird. Mein Name ist Dr. Florian Roske, ich bin Analyst, Investor und Macher und in meinen Videos nehme ich dich mit auf meiner persönlichen Freiheitsreise. Aber fangen wir an mit den harten Fakten. Immer mehr Firmen brechen zusammen. Die Zahl der Insolvenzen ist gerade 2023 sprunghaft gestiegen. Wir befinden uns nun im vierten Jahr der politisch initiierten Krise und der deutschen Wirtschaft geht zunehmend die Puste aus. Viele Unternehmen konnten sich aufgrund von staatlichen Hilfen etwas länger über Wasser halten, aber immer mehr Unternehmen müssen auch die Corona-Hilfen zurückzahlen und zwar 25%. Seit Wochen steigen die Zahlen der Insolvenzen in Deutschland an. Ein aktueller Report macht nun das Ausmaß offenbar. 23,5% mehr Pleiten gab es alleine 2023, meldet die Auskunftstei Kreditreform im Vergleich
zum Feuer. Und die sitzen natürlich ganz vorne am Datenpool. Experten erwarten für 2024 einen noch deutlicheren Anstieg von Insolvenzen. Einige gehen sogar von bis zu 30% aus. Zunehmend trifft es auch die richtig großen Player am Markt und damit natürlich viele tausende Arbeitsplätze in Deutschland. Zudem laufen jetzt zum Jahreswechsel die großzügigeren Regelungen in der Insolvenzpflicht damals als Reaktion auf die C-Pandemie aus. Unternehmen hatten bis Ende 2023 eine längere Zeit, ihre Insolvenz anmelden zu müssen. Ab Januar 2024 gelten aber nun wieder 6 Wochen anstatt 8 Wochen für Insolvenzanmeldungen und es greift auch wieder ein längerer positiver Prognosezeitraum für 12 Monate, also Schluss mit Kuschelkurs. Für 2024 wird also ein dramatischer Anstieg erwartet. Ein wichtiger Aspekt ist die zunehmende erdrückende Bürokratie in Deutschland, die Unternehmen dazu zwingt, einen immer größeren Wasserkopf zu beschäftigen. Wir verwalten uns in Deutschland also zunehmend zu Tode. Effizienzsteigerungen sind dadurch für kleinere Unternehmen kaum noch möglich in Deutschland. Steuern und Abgaben sind in Deutschland sowieso schon maßgeblich erdrückend und im internationalen Wettbewerb kaum noch zu machen. Was aber fast noch schlimmer sind die Kosten der Bürokratie. Hier muss man ein Heer von Lohnbuchhaltern, Finanzbuchhaltern, Steuerberatern, Datenschutzbeauftragten und Compliance-Managern oder Geldwäschespezialisten beschäftigen, die zunehmend die Steuer- und Abgabenlast, denn das ist Teil des Ganzen, in den Betrieben fast noch überholen. Und auch hier behauptet die Regierung abzubauen, was folgender Artikel verdeutlicht. Deutschlands Bürokratie gilt in Unternehmen mittlerweile als legendär schlecht. Die lähmende Auswirkung auf Selbstständige und Betriebe sind immens. Die Regierung gibt vor, die Lage zu verbessern und das ist auch an dieser Stelle wieder mal eine reine Lüge. Wirtschaftsverbände fordern seit langem weniger Bürokratie. Innerhalb der Bundesregierung hatte vor Weihnachten die Abstimmung zu einem Gesetzesentwurf begonnen, der die bürokratischen Lasten auf den Schultern von Bürgern und Unternehmern etwas leichter machen sollte. Erreicht werden sollte dieses Ziel unter anderem durch kürzere Aufbewahrungspflichten für bestimmte Dokumente, digitale Prozesse und die Streichung einiger Vorschriften. Wie lächerlich. Unternehmen müssen ständig nachweisen, dass sie keine Gesetze übertreten. Sie müssen dokumentieren, dass sie sich an Gesetze und Vorschriften halten. Wir sind hier mittlerweile bei einer flächendeckenden Dokumentation von allem und jedem mit dreifachen Durchschlag in Papierform und digital an die staatlichen Behörden. Und das ist völlig überzogen. Misstrauen killt hier einfach die Effizienz. Und im Sozialismus ist natürlich auch der Leitgedanke, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Und Kontrolle kommt eben mit einem riesen Stapel von Aufwand für Bürokratie daher. Teilweise nimmt das Ganze mittlerweile groteske Züge an. Mit Detailsteuerung und sich widersprechenden Vorschriften überfordert der Staat zunehmend die Wirtschaft. Er überfordert letztendlich auch am Ende des Tages sich selbst. Es werden Regelpflichten und Vorschriften geschaffen, die am Ende ja auch von irgendjemandem kontrolliert werden müssen. Also wächst der Wasserkopf in den Behörden, neue unproduktive Arbeitsplätze werden geschaffen und das Gleiche passiert natürlich auch bei den Unternehmen und dadurch wächst die Produktivität überhaupt nicht mehr, sondern sie stirbt. Zudem sind Verwaltungsjobs ja in der Regel oft auch seelenlose, abstumpfende Jobs, die definitiv Menschen nicht freier und glücklicher machen. Und so sehen ja auch zunehmend die Gesichter auf deutschen Straßen aus. Perspektivlos, abgestumpft, frustriert. Das merken wir alle. Wir ersticken uns also zunehmend in Deutschland selbst in bürokratischen, misstrauischen, also ekligen Regeln. Meiner persönlichen Meinung nach brauchen wir wenig Regeln,
smarte Regeln, aber die müssen auch tough durchgezogen werden. Auffällig ist auch aktuell die offene Kritik am politischen Schlingerkurs, die ja immer mehr zum deutschen Treppenwitz mutiert. Die DIHK, normalerweise eine Instanz, die ja sich politisch eher raushält und sehr vorsichtige Worte wählt, hat hier klare Formulierungen definiert. Erstens, Deutschland braucht ein neues Wir-Gefühl, also eine Überwindung der Vertrauenskrise zwischen Wirtschaft und der Regierung. Ich würde das noch ausweiten auf eine Überwindung der Vertrauenskrise zwischen Regierung und Bürger. Aber dazu müsste die Regierung halt endlich mal wieder den Bürger dienlich sein und nicht irgendwelchen schrägen Ideologien. Aber Vertrauen muss man sich natürlich auch erarbeiten. Und dazu gehört, man verspricht was vor der Wahl und hält das nach der Wahl. Und an diesem Punkt sind wir in Deutschland ja mal definitiv überhaupt nicht verwöhnt, sondern wir werden eher verarscht. So meine persönliche Meinung. Also, wir brauchen wieder Kompetenz in der Politik und dass man sich auch direkt für die Bürger einsetzt und nicht für irgendwelche Ideologien. Die Lage sei bedrohlich, so heißt es. Investitionen bleiben aus, Konjunkturerwartungen werden nach unten korrigiert, industrielle Produktion ins Ausland verlagert. Hier hat es scheinbar einer endlich mal verstanden und spricht das aus, was auszusprechen ist. Ich hoffe, es hört an dieser Stelle auch jemand. Und aktuell machen es uns ja die großen Unternehmen vor, was man logischerweise richtig macht. Und viele Bürger sind halt noch emotional an Deutschland gebunden und deswegen halten sie sich zurück. Aber mal ehrlich, wenn man genau sieht, was da eigentlich aktuell passiert, das heißt, jeder mit Weitblick, Sachverstand und der mal kurz die Logik walten lässt und nicht irgendwelche Ideologien und der es geschafft hat, Leistungsträger in Deutschland zu sein, Kraft seiner Ausbildung, seines Einsatzes und vielleicht auch noch geschafft hat, ein kleineres Vermögen aufzubauen. Dieser jemand, der macht sich natürlich aktuell Sorgen und das auch zu Recht und beginnt, wenn er smart ist und Weitblick hat, sein Vermögen außerhalb der EU zu parken. Denn ja, die sozialistische Natur ist ohne Sachverstand. Und wer bitte kommt aktuell auf die Idee, auch in Deutschland zu investieren? Das wäre das Gleiche, als würde man sein Geld einem sozialistischen Aktienfonds anvertrauen, ohne ökonomische Kompetenz. Und ja, an dieser Stelle nochmal mein offenes Angebot an die Menschen, die gerne ihr Immobilienportfolio erweitern wollen durch eine Investition außerhalb der EU. Hier helfen wir natürlich weiter. Ja, und für diejenigen unter euch, die aktuell einfach nur mal ein bisschen neugierig sind und auch über den Tellerrand gucken möchten, bieten wir natürlich wieder eine Dubai- oder Nordzypern-Investment-Community-Tour an. Den Link dazu findest du unter diesem Video und aktuell sind noch Plätze frei. Also meldet euch an. Ich persönlich würde mich natürlich auch freuen, euch kennenzulernen und mit euch über die Entwicklung von Deutschland, aber auch über natürlich Investitionen im Immobilien zu fachsimpeln. Die IHK geht auch scheinbar davon aus, dass man das Ruder aktuell noch rumreißen könnte. Löblich. Obwohl wir natürlich wissen oder sehen, dass es scheinbar keine Neuwahlen gibt, obwohl die aktuelle Regierung eine der niedrigsten Zustimmungswerte ever hat. Und wir haben natürlich diese aktuelle Regierung ohne jeglichen Sachverstand und mit einem ideologiegeprägten Zielrahmen dann wohl noch 2 weitere Jahre an der Backe. Die DIHK bittet indirekt die Regierung auch, die EU wieder einzufangen und damit ihre wirklichkeitsfremden Versuche in die Betriebe hinein die Teilsteuerung vornehmen zu wollen und das bitte zu unterlassen. Unternehmertum geht eben nur mit freien Entscheidungen. Ansonsten nennt man das Planwirtschaft und das funktioniert nie. Konkret fordern die Unternehmen in ihrer Resolution einen Kulturwandel in den Behörden. Sie müssten Projekte ermöglichen, statt sie durch Auflagen zu erschweren. Beim Thema Energie fordert man eine Entbesteuerung des Standortfaktors
Strom. Und das macht auch Sinn. Ja, über Atomkraft wird gar nicht gesprochen. Auch wäre es natürlich ein guter Punkt, der hier angesprochen wird, wieder auf heimische Kohle oder auch Schiefergas zu setzen. Aber die deutsche Politik hat sich eher entschlossen, mit großen Containern das Schiefergas aus den USA zu holen, den Atomstrom von Frankreich zu importieren. Und was man halt nicht selber macht, sondern zukauft, ist natürlich wesentlich teurer. Und dementsprechend haben wir auch die teuersten Energiekosten der Welt absolut hausgemacht und nicht abhängig von externen Faktoren. Wir könnten das definitiv günstiger darlegen. Industrie fordert auch eine leichtere Einwanderung von Fachkräften. Warum entscheidet eigentlich der Staat, wer einwandern darf und wer nicht? Und nicht einfach nur der Marktbedarf, wie es in vielen anderen Ländern ist. Warum entscheiden das denn nicht die Betriebe? Wir haben doch jetzt gesehen, dass unter SPD, CDU und auch Ampel der Staat nicht in der Lage ist, Fachkräfte nach Deutschland zu holen. Warum entscheiden das also nicht Firmen? Das heißt, sie holen selbst ihre Fachkräfte, sorgen für Unterkunft, integrieren sie ins Staatssystem und der Staat setzt von mir aus einfach eine Bruttolohngrenze. Also alles, was über 40.000 Euro oder 30.000 Euro brutto verdient, darf rein und zwar befristet und zwar so lange, wie das Arbeitsverhältnis oder ein anderes Arbeitsverhältnis besteht. Erlischt das Beschäftigungsverhältnis, erlischt der Aufenthaltstitel. So kommen nur die wollen und die wir brauchen. Und unser Sozialsystem wird nicht überfordert. Wie ihr seht, gibt es sinnvolle Vorschläge, die aber Freiheit und Entfesselung der Marktkräfte bedeuten würden. Eine Entwicklung, die aber gerade unser Wirtschaftsminister als grün-linker Ideologe nicht schätzt. Denn als Verfechter dieser Ideologie glaubt man daran, mit detaillierten Vorschriften Unternehmen in die richtigen Bahnen lenken zu können. Und wir haben ja gesehen, wie gut unser Wirtschaftsminister mit detaillierten Gesetzen und Vorschriften ist, nämlich gar nicht gut. Was aber richtig und falsch ist, bestimmen nicht mehr die Gesetze der Ökonomie in Deutschland, sondern eine verquerte linke, grüne FDP-Ideologie. Und das geht natürlich voll in die Hose, was mittlerweile auch jeder Bundesbürger im Detail wahrnimmt. Woran natürlich auch die Hoffnung liegt, dass wir über Erkenntnis abwählen und über Abwahl und Neuwahl eine neue Chance haben. Hoffen wir auf der einen Seite darauf, dass die Bürger an Kenntnis gewinnen und das Schiff umlenkt. Aber bauen wir auf der anderen Seite an einem Plan B, wenn die Geschichte doch Rot-Grün-FDP schlecht ausgeht. Eine Variante, die viele halt in ihren Köpfen für unmöglich halten, die es aber in der Geschichte schon diverse Male gab und immer wieder gibt. Einige Länder steigen aus der Armut und aus dem Nichts auf, wie zum Beispiel Dubai. Und andere versinken eben einfach wieder in der Bedeutungslosigkeit. Gerade auch unsere eigene Geschichte ja nach dem Zweiten Weltkrieg hat gezeigt, manche Länder sind den Weg der BRD gegangen, manche Länder sind den Weg der DDR gegangen. Und wir können uns quasi immer wieder neu entscheiden, auf dem Weg der Geschichte, in welche Richtung ein Land gehen soll. Also wichtig dabei ist die Erkenntnis, wie fragil auch gesellschaftliche Systeme sind und wie leicht sie kippen können. Und gerade mit diesem Bewusstsein, wie leicht Dinge auch mal in die falsche Richtung rutschen können, zeigt uns als rational denkende Menschen, dass es immer gut ist, einen Plan B oder C zu haben. Auch möchte ich nochmal daran erinnern, dass auch die DDR eine deutsche demokratische Republik war. Also auch das, was alleine Demokratie ist, definiert sich eher durch die Instrumente, die das Volk hat, seine Macht und seinen Willen durchzusetzen. Und so geht es immer mehr Menschen in Deutschland, hat man das Gefühl, dass es keine Demokratie mehr gibt. Und gerade auch die EU als Konzept hat wenig demokratische Instrumente, um unseren bürgerlichen Willen durchzusetzen. BRD sowie DDR haben beide für sich beansprucht, eine Demokratie zu sein. Aber ein Schlagwort zu nutzen, mit tollen Phrasen zu arbeiten, das ist doch eher Ideologie. Sondern sich dahinter zu fragen, wie stark sind eigentlich die Instrumente, um den Willen des Volkes durchzusetzen. Das
macht am Ende eine Demokratie aus. Wenn wir aktuell sehen, dass die Bauern auf die Straße gehen und für unser Recht kämpfen, für das Recht auf Selbstbestimmung, für das Recht auf günstige Energiekosten und die Regierung ignoriert sie oder setzt trotzdem Gesetze durch, dann wissen wir alle, wie weit wir an dieser Stelle gekommen sind und wie wenig Macht das Volk eigentlich im aktuellen System hat, was mich persönlich ziemlich traurig macht. Beste Grüße, euer Dr. Florian Roski hier aus Dubai, wie die meisten ja schon wissen, aktuell unterwegs als Heizkostenflüchtling, denn in Dubai muss ich nicht heizen, in Deutschland kann ich ja meine Heizung auslassen und kann so einen positiven, wie von der Regierung gewünschten CO2-Abdruck hinterlassen. Man gönnt sich ja sonst